So, meine Damen, willkommen hier zurück zu einer nervigen Folge vom Landwirtschaftssimulator. Warum nervig? Ich habe gerade schon aufgenommen und die Aufnahme hat einfach beendet und ich habe das nicht mitbekommen, dass man das nervige. Nochmal zurück, herzlich willkommen. Also ich habe nicht viel geschafft, ich habe auch nicht viel beredet, ich habe überlegt, was machen wir, und habe gemerkt, dass ich dämlich bin, weil ich hätte letztes Mal hier mehr Geld gehabt. Ich habe jetzt mir einen Auftrag angenommen, wo ich mein Fahrzeug nehme. Vielleicht war es dämlich, weil ich habe mir dadurch ein Schneidwerk gekauft, nicht gemietet, und das Schneidwerk ist recht teuer. Und hätte ich die nie ausgegeben, hätte ich ein neues Feld. Das bin ich relativ dämlich. Na gut, Leute, ich habe ein paar Themen zu besprechen. Lange werde ich eh heute nicht aufnehmen. Ich war in letzter Zeit relativ, man hat es gemerkt, nicht gerade aktiv auf YouTube. Weil mir auch die Lust und Laune fehlt, aber ich das ganze Equip habe und nicht wegwerfen oder sonst was möchte. Oder verkaufen oder so. Ja, ihr wisst schon. Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Ach, da lang. Hey, ich möchte mich zur Bahnstation Mühle. Das ist mein eigenes Raps. Ich habe eine Mission angenommen mit Raps und ich muss genau hier hin. Deswegen ist es praktisch, dass es hier leuchtet. Genau. Ich habe einen Schrank jetzt. Ich habe einen Gaming-Schrank. Das ist das neue, also Gaming-Schrank, und ich habe einen Technik-Schrank. Das ist jetzt neu bei mir. Was Besonderes ist es nicht. Deswegen wird auch kein großes Video dazu kommen. Ich habe Landwirtschaftssimulator, da habe ich mir jetzt für die Blaze geholt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich muss hier hinter bestimmt, wo es ziemlich eng aussieht. Mist. Ey, du bist anders. Ach, scheiße, ich hätte anders fahren müssen. Naja, egal. Ja. Genau. Das gibt Helfer C. Das ist mein Raps-Ding, wo ich einen Helfer fahren lasse. Erstmal holen wir uns aber hier ein bisschen Geld. Ach, guck mal, hier hinten kann man noch rausfahren. Und steigt. Ach, echt jetzt? Ach, ist das bescheiden. Also Leute, Problem an der ganzen Geschichte ist, ich habe ein Rapsfeld. Ab gern. Ich habe aber auch ein Rapszeug jetzt weggeschafft. Und jetzt nimmt er mir die Mission als... Oh. Das ist ja ein... Naja, scheiße ist jetzt nicht. Also so oder so hätte ich es halt gefahren. Die gibt es eben das meiste. Deswegen, also... Warum sollte ich das denn nicht wegfahren? Ein bisschen auf die Uhrzeit muss ich gucken. Ja, wir fahren jetzt hier mit 40 durch. Ist mir jetzt auch egal. Die 10 Kamera plus. Warum mache ich mir eigentlich die für die PS noch LS17? Ich habe ja LS17 für PC und für die PS. Und LS19 habe ich jetzt auch für PS. Warum habe ich das geholt? Ich finde es entspannter auf der PS zu zocken, weil man da auf der Couch liegen kann. Man kann entspannt so hin und her switchen und es lässt sich auch viel besser die scheiß Force-Geräte zum Beispiel bedienen. Als auf dem PC, finde ich jetzt persönlich. Jeder eine andere Meinung. Meine ist eben so. Man brauche ich da ein bisschen Controller. Aber ich bin so, alles passt gut auf dem PC. Aber ja. Und mein Handy vibriert schon wieder. Ach, hier komme ich. Ich habe mich gerade gefragt, wo bin ich denn lang gefahren? Also wir brauchen jetzt noch recht viel Geld wieder. Wir brauchen wieder 30.000. Damit wir uns das nächste Feld leisten können. Das können wir hoffentlich auch irgendwann mal. Wie weit? Also der hat doch einiges geschafft hier. Gut, es ist jetzt die dünne Ecke vom Felde. Gucken uns das gleich mal ein bisschen an. Es wird doch schon 2-3 Minuten dauern, bis sie das ganze Feld abgeerntet ist. Aber gut. Gut, ich sehe nicht. Schade, hätte ich was gesehen, hätte ich auch in der Ego-Perspektive wäre ich gefahren. So, ich könnte Tempomat hier einstellen.
Machen wir schnell 11. Und 10 ungefähr ist das Tempomatchen drin. Man sieht ja auch nicht direkt, wie voll der noch ist hier. Aber er ist leer. Also 5600 habe ich jetzt aus der kleinen Ecke rausgeholt. Das ist doch schon okay. Wenn man das ganze Feld mal kurz anguckt. Wollt's mir mal ausladen. Wie oft ich den Hänger leer machen muss, weiß ich nicht. Weiß ich nicht genau. Wir können auch kurz mit dem Pferdchen noch reiten, glaube ich. Die müssen noch einen Ausritt bekommen. Ja genau, wir haben ja bloß noch zwei. Wir haben ja die anderen verkauft. Summer brauchen wir. Summer ist da. Hui! Summer! Hui! Summer? Weitin? Summer. Jetzt. So, sonst bei mir gibt es nicht mehr interessante Themen zu besprechen oder sowas. Mein Leben ist relativ langweilig. Nichts eigentlich, aber doch eigentlich, aber YouTube habe ich eigentlich schon angesprochen, zumindest das kein richtigen Bock gesetzt. Ich bin relativ in Stressarbeit und sowas. Beziehungsweise ich arbeite, um zu leben, um zu arbeiten. Ist gerade so wieder so die Phase. Und diese Phasen sind relativ scheiße. Beziehungsweise zocke viel auf der PS in letzter Zeit doch mal. Und dann kommt noch Aufräumen, Arbeiten, dann war ich bei meinen Eltern gewesen. Dann vielleicht runter zu meinen Eltern, dann fahre ich wieder rum im Moped. Dann muss ich wieder arbeiten, dann kommt jedes Wochenende fast meine Freundin runter. Und dann habe ich fast jedes zweite Wochenende nur für mich allein. Schön ist es. Nervig ist aber. Also ich will nicht damit sagen, dass es nervig ist, eine Freundin zu haben. Aber es ist... Man kann nie in Ruhe zocken. Wobei sie aber auch eine Zockerin ist. Das ist der Vorteil. Aber... Ich weiß nicht, ob ich weiter mit dir zu machen möchte. Im Moment ist da kein Elan mehr drin. Ne? Und dank Artikel 13 auch bald kein YouTube mehr dabei. Also... Ich weiß nicht. 29%. Da frage ich auch, was ich hier anstelle jetzt. Ich könnte beide Pferde verkaufen und hätte schon das neue Dings und neue Fell. Aber bringt jetzt mir nichts. Ich bin jetzt auch nur ein bisschen hier im Aufnahmen, weil ich ja dann mein Haushalt erledigen muss. Also ich muss dann aufräumen ist so gut wie. Aber ich muss Wäsche noch bügeln. Saugen und wischen. Und der Zeit, wenn das trocknet, das Gewischte, versuche ich nochmal ein bisschen PS zu zocken. Ich weiß noch nie, ob Wetterbiter bin ich jetzt gerade bei 59% der Story. Das heißt, über die Hälfte zum Glück geschafft. Das ist ein langlebiges Spiel, muss ich wirklich sagen. Leider nicht geschafft. Es ist ein langlebiges Spiel. Oder ob ich mit LS anfange auf der PS. Vielleicht sieht auch die Quali ein bisschen anders aus. Oder. So, wie weit sind wir? 51%. Man könnte natürlich auch mal ansprechen, was ich alles für Spiele habe. Beziehungsweise meinen Technikschrank ein bisschen vorstellen. Wobei der hat natürlich ein, zwei kleine Probleme. Wir haben LED-Band eingebaut und das löst sich natürlich auf den Holz. Das ist noch nicht, alte wirksam da drauf, weil es auch kein Hardcore Technikband ist, es ist einfach 0815 Band. I'm watching you. Wir holen uns den nächsten Tier. Ach, ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Ist ja auch bald eigentlich kaputt, der hat ja auch seinen richtigen Schaden durchweg. Wir machen ja auch nur noch immer Gras rein und machen wir ja die Silage zu. Was ist, wenn ich mir einen LKW dafür hole?
die Silage wegfahren. Das sind so welche Sachen, die werde ich mir auf der PS gleich holen. Ich werde mir gleich einen LKW, eine große Maschine holen, so dass ich meinen LKW, die man wegtransportiere oder wegfahre. Das ist mein Plan. Ich weiß gar nicht, was war denn jetzt Startkapital, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wenn man mit nichts anfängt, 300.000. Irgendwie sowas war es doch gewesen. Im Moment läuft ja eh nicht viel bei mir auf dem Kanal. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt anstellen soll. Ich bin gerade so am PC. Ich bin, da kriege ich gleich wieder die Bestimmung. Das ist scheiße. Also ich möchte jedenfalls so 5, 6, 7, 8, 9 Parts aufnehmen. Aber wenn ich hier nichts zu tun habe, also weil ich brauche ja ein Feld, um was zu machen. Und ich brauche Geld, um was zu machen. Und das ist die Scheiße. Und ich habe nichts von beiden. Wir haben gerade mal ein Feld. Und das Feld ist... bin oder zwei Felder haben wir theoretisch. Wir haben auch noch nicht mehr was zum Wegfahren. Die Felder möchte ich ungern verkaufen. Das, die bringen ja morgen schon wieder viel, viel mehr Geld. Alter. So. Finde ich auch sinnlos. Also, wie sollten wir denn doch schon in die Felder reinkommen können? Das wäre, finde ich, wie erst richtig sexy. Hätte man hier eigentlich rückwärts reinfahren können, um ein bisschen alles glaubwürdiger zu machen? Hm. Geil, dass hier eigentlich schon Sonnenblumen sind. Also es sind Sonnenblumen, wer es nicht gewusst hat. Die sind noch im Wachstum. Ich müsste man eigentlich mal düngen. Ach Leute. Ding. Wisst ihr was, ich übernehme den gleich. Werde ich nochmal leer machen und dann werde ich den übernehmen. Und dann kann man mal gucken, was man noch so reden kann. Und da war doch. Mein Leben ist echt zu langweilig. Aber es wird sich bestimmt... Hat sich das jetzt gelohnt? Also 700 haben wir minus. Ich glaube, ich habe 200 jetzt Lohnkosten vor uns gerade gezahlt. Also 400... Vielleicht mache ich 300 Dollar plus. Oder Euro. Euronen. Hm. In der Sache wird es vielleicht ein bisschen was gebraucht. Und nur ein bisschen mehr. Auch nicht, Leute. Ich würde mal sagen, das war's mit diesem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ich einen Daumen nach unten schreibe, den Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Ich glaube eher nicht, weil irgendwann mal geht 10 auf den Sack. Aber für was anderes habe ich gerade keinen Laden zu zocken. Bin gerade so ein bisschen wieder. Das kann auch mal ein bisschen drehen. Bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.